Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich versuche heute mal zu klären, welches die beste Fastfood-Chain ist. Dafür gehe ich hier in Kalifornien, ich bin gerade in Newport Beach, zu In-N-Out. Dann gehe ich in New York zu Shake Shack und eventuell gehe ich hier in Kalifornien noch zu Five Guys und vergleiche die alle. Ich habe den Salat wie immer runtergemacht. Ich habe mir noch so einen Flying Dutchman Burger bestellt, weil ich den ja schon selber gemacht habe. Jetzt mal gucken, wie das Original schmeckt. Der In-N-Out Burger war sehr gut, fand ich. Er hat eine besondere Frische, finde ich, durch die Tomate. Also war eine richtig große Tomatenscheibe drauf. Es hat eine schöne Frische dazu gegeben. Ich hatte wie immer keinen Salat. Ich finde, das gehört auch auf einen Cheeseburger eigentlich nicht drauf. Auf einen Hamburger kann man es von mir aus drauf machen. Die Pommes fand ich sehr interessant. Die haben ein bisschen geschmeckt wie Kroketten. Die waren leicht knusprig außen und dann schön cremig, schön kartoffelcremig innen drin. Und der Flying Dutchman, der natürlich nicht mit in die Bewertung reinzählt, fand ich sehr gut. Der war richtig geil. Die Zwiebeln innen drin waren schön karamellisiert. Hat eine schöne Süße, das hat super gepasst alles. Und dann diesen amerikanischen künstlichen Käse, entweder man mag es oder nicht. Ich finde es okay, man kann es essen, wenn es nicht zu oft ist. Aber es schmeckt auf jeden Fall super. So, Spot 2 ist jetzt noch Five Guys. Ich schaue mir das jetzt doch an, dass ich einen guten Vergleich habe. Den gibt es ja auch in Deutschland, da war ich auch schon in Deutschland, fand ich eigentlich sehr gut. Ich gehe jetzt mal rein und schaue mir das Ganze an. Also bei Five Guys bestellt man den Burger. Ich habe Onions und Pickles genommen. Den ganz normalen Cheeseburger eigentlich. Also es ist einfach ein guter Burger. Wie man sehen kann, die Patties sind ganz so arg zusammengedrückt. Die Pommes, würde ich sagen, die sind besser wie bei In-N-Out. Sind auch ein bisschen größer oder dicker geschnitten. Hier ist auch die Schale noch dran. So, ich bin gerade fertig bei Five Guys. Ich sitze jetzt wieder im Auto. Hier habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Man muss sagen, Five Guys ist einfach ein solider Burger. Das ist ein guter Burger. Natürlich, die haben zwei Patties. Ich fand, die Pommes waren ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, also das gibt sich nicht viel. Ich würde sagen, die sind schon gleich auf. Aber man kann sagen, der In-N-Out ist hier ein Tickchen besser eventuell. Wenn man bedenkt, dass der In-N-Out auch diese spezielle Soße hat. Hier kommt es natürlich auch wieder auf den Geschmack drauf an. Ich finde, dieser Five Guys Burger, erstens, der ist nicht so gesmashed. Und dann finde ich, er hat einfach ein bisschen beefigeren Geschmack. Bei In-N-Out merkt man ein bisschen mehr von dieser eigenen Soße. Die Soße finde ich eigentlich ziemlich gut, die haben. Also würde ich hier sagen, In-N-Out ist ein kleines bisschen vorne. Aber eigentlich kann man sagen, sie sind schon relativ gleich auf. Dann kommt es halt wieder auf den einzelnen Geschmack drauf an. Möchte man ein bisschen mehr Beef schmecken? Möchte man ein bisschen mehr von der Soße? Ich fand, es war ein kleines bisschen juicier bei In-N-Out. Und sie hat natürlich das Potato Bun. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Aber jetzt schauen wir mal, was bei Shake Shack in New York dann rauskommt, wie der abschneidet. Ich bin jetzt in Manhattan und wir wollten ja erklären, welche der gehobenen Fastfood-Chains ist der beste. Ich gehe jetzt zu Shake Shack. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an und dann gibt es eine Abschlussbewertung von allen dreien. Ah,
Also man kann auf jeden Fall sagen, Shake Shack ist auf dem letzten Platz, ich würde sogar sagen mit Abstand. Und Five Guys und In-N-Out, würde ich sagen, sind relativ gleich auf. Mit In-N-Out leichten Ticken besser, könnte man sagen. Ich hoffe, das hat euch jetzt einen kurzen Überblick gegeben. Ihr könnt euch ja eure eigene Meinung bilden und könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Eventuell hätte ich noch jemand anders dazu nehmen sollen, was ihr am besten gefunden habt. Wenn euch der Vlog gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und verpasst nächste Woche die neuen Vlogs nicht. Da kommen die Vlogs dann aus New York.